Der Karlsruhe Schlossplatz, hier bei einem Einsatz der Polizei, ist möglicherweise einem Anschlag entgangen. Foto: Deutsche Presseagentur. Der am Mittwoch festgenommene Terrorverdächtige wollte mit einem Kraftfahrzeug auf den Karlsruhe Schlossplatz fahren. Sicherheitskräfte beobachteten den Gefährder intensiv. Die Sicherheitsbehörden haben den am Mittwoch in Karlsruhe gefassten Terrorverdächtigen, mutmaßlichen Islamisten, über längere Zeit gezielt observiert. Dabei kam nach Informationen der deutschen Presseagentur heraus, dass das BAW ab Ende August 2017 die Örtlichkeiten rund um das Karlsruhe Schloss auskundschaftete. Der 29-jährige Deutsche, dessen Eltern Iraker sind, hat nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft unter anderem erwogen, mit einem Kraftfahrzeug in die Stände rund um die Eisfläche auf dem Schlossplatz zu fahren. Nach deutsche Presseagentur Informationen wollte er einen PKW, Kleinbus oder Sprinter nutzen. Der in Freiburg geborene Mann sollte noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Laut Bundesanwaltschaft ist der Mann dringend verdächtig, als Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat, IS, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Zudem wird dem 29-Jährigen vorgeworfen, IS-Propaganda-Videos erstellt zu haben und diese auf Internetplattformen verbreitet zu haben. In den Jahren 2015 und 2016 soll der Mann in den Irak gereist sein. Dort schloss er sich den Ermittlungen zufolge dem IS an und wurde an Schusswaffen ausgebildet. Er habe für die Miliz in der irakischen Stadt Erbil mögliche Anschlagsziele ausgespäht, hieß es. Seit September habe er sich in Deutschland vergeblich bei verschiedenen Paketdiensten um eine Anstellung als Fahrer beworben. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Stropel, CDU, wertete die Festnahme des Terrorverdächtigen als erfolgreichen Schlag gegen den Islamismus. Wir hatten es mit einer sehr ernsten Bedrohung zu tun, der wir mit Wachsamkeit begegnet sind, sagte Stropel in Stuttgart. Die Sicherheitsbehörden hätten den Tatverdächtigen genau im Blick gehabt und akribisch und umfangreich ermittelt. Spezialkräfte hatten am Mittwoch auch die Wohnung des Terrorverdächtigen nach Hinweisen durchsucht. Er wohnte alleine. Nach Angaben des Landeskriminalamts waren 70 Einsatzkräfte beteiligt. Die Ermittler stellten unter anderem mehrere Handys und PCs in dessen Wohnung sicher. Nun soll das Umfeld des 29-Jährigen beleuchtet und herausgefunden werden, ob ihn im Hintergrund jemand anleitete und unterstützte. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde der als Gefährder eingestufte Mann intensiv beobachtet. Da ist alles gemacht worden, was es gibt, sagte ein Sicherheitsexperte der Deutsche Presseagentur. Gefährder sind Personen, denen die Sicherheitsbehörden grundsätzlich zutrauen, dass sie schwerste Straftaten wie einen Terroranschlag begehen könnten. Die Zahl islamistischer Gefährder in Deutschland ist mittlerweile so hoch wie nie, derzeit sind es mehr als 720. Nach Deutsche Presseagentur Informationen sind aus Deutschland nach neuesten Zahlen 960 Menschen in die Dschihad-Gebiete Syrien und Irak gereist. Aus Baden-Württemberg sind es 50.